und weiter mit Kaya ein bisschen die Welt erforschen. Sie sagt gerade nicht viel. Achtung! Achtung, hat sie gesagt. Danke. Brrr. Verdammt, das Ding verfolgt mich. Verdammt! Es reicht! Es reicht! Sehr schön. Sehr schön. Anscheinend kann ich gleich beim Geisterwolf bleiben. Kommt er damit? Verdammt. Fangen wir es uns auf für später. Wie viel einfacher das war auf einmal. Obwohl der Geisterwolf wahrscheinlich nicht mal so viel beigetragen hat. Nein, was, guter Junge. Sorry. Meine ich natürlich nicht so. Pflanze? Ja. Wird gebraucht. Von einem Mana-Trank gelandet. Nice. Moonwalk Kaya. Gute Arbeit. Gleich ein Kaya-Tanzmontage. Schaut euch den Moonwalk an. Ein Skywalk. Brillant. Da ist der Wolf. Geh, du hast jetzt ab. Ist abgehauen. Das, wo ich am meisten gebraucht habe. Ah, da drüben ist die Brücke zum Hort von Ignaton. Jetzt weiß ich so circa, wo ich genau bin. Oh boy. Actually hard, die Fights. Verdammt, hier sind viele Raptoren. Er hat keine Lust auf diese Massenschlacht. Oh. Interessant. Beutel. Ist das alles? Trockenfleisch, Zeit dann. Wenn wir schon so viel kriegen, so viel gebratenes Fleisch haben wir unendlich viel. Das sind Eisenerz und Goldbrocken. Und wo ist ja noch die riesige Erika-Burg, die ich noch nicht entdeckt habe. Etwas anderes. Steakteller. Okay. Das reicht. Spiele. Okay. Einfach zu Tode stunnen. Also das machen. Jetpack-Angriff for the win. Okay, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Ich schätze, wir sind durch hier. Nein, nein, ist recht. Ich bin ins Lager. Mache andere Nebenmissionen. Lager der Mitte hier. So viele Leute leben hier gar nicht mehr. Was hat er mir geschrieben? Sonst noch jemand hier aus der Ray? Nicht wirklich, oder?
Mal schauen, ob wir noch eine Mission kriegen. Ich glaube nämlich nicht. Ah. Nasty, eine starke Kämpferin der Outlaws, gehört zu meinem Gefolge. Nasty? Wirklich? Ich kenne sie. Sie ist der schlimmste Teufel, den die Wüste je hervorgebracht hat. Alle Achtung! Wenn sie wirklich für unsere Sache kämpft, können sich die Alps warm einpacken. Dann. Volk hat nichts mehr für uns. Oder Bro? Die Alps sind der Feind. Die Menschen müssen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht überrennen lassen. Sagt nichts. Ray sollte was für mich haben. Ich denke, ich hab's jetzt. Ich weiß, was wir tun müssen, um den Kerl zu erwischen, der die Steckbriefe geschrieben hat. Lass hören. In der Wüste ist er nicht, so viel weiß ich schon. Es gab da aber so eine Geschichte mit einem Kleriker namens Walter. Welche Geschichte? Die erzähle ich dir, wenn ich mir sicher bin. Du meinst, dein Erzfeind ist ein Kleriker? So zwielichtige Burschen wie Walter treiben sich gerne mal im Süden von Ignadon herum. Das ist fernab vom Hort und in der Nähe von Tavar. Ich finde, wir sollten uns da mal ein bisschen umschauen. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, was? Die Alps meine ich. Turbulente Zeiten, würde ich sagen. Ich bin gerade bei ihm vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe deinen Klerikerfreund Walter schon einmal getroffen. Er war tatsächlich im Süden von Ignadon. Ach ja? Dann wird's Zeit, ihn aufzusuchen. Gut, gehen wir nach Ignadon und suchen nach deinem ominösen Klerikerburschen. Fein, ist ja quasi um die Ecke. Tja, da sind wir jetzt. Aber wo Walter sich jetzt genau aufhält, ich habe keine Ahnung. Lass mich mal machen. Du willst jetzt echt die ganze Gegend durchstöbern, ja? Das machst du ja eh. Mit konkretem Ziel oder ohne. Also gut, dann lass uns anfangen. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Erzähl mir mal etwas über deinen Klerikerfreund. Ist eine lange Geschichte. Sie endet damit, dass ich ein paar von seinen Freunden erledigen musste. Also sind die Steckbriefe eine Art Rachefeldzug? Abwarten. Noch wissen wir nicht, ob sich mein Verdacht bestätigt. Er ist direkt vor uns da drüben. Ein Mana-Trank. Keine Lust auf Mana-Tränke. Ja, was haben wir hier sonst noch? Machtwelle einmal. Falls der wirklich Probleme macht, was ich nicht glaube. Ich glaube, der wird ganz leicht zu erledigen sein. Dann werden wir mal Fußradar darunter stoßen. Walter? Nein, er hat mich gefunden. Verdammt. Ich muss jetzt gehen. Ich schätze, er hat wohl etwas Besseres zu tun, als mit mir zu reden. Hey, Mann, hinterher! Der Kerl will abhauen! Er wird sich irgendwo verstecken, vermutlich da, wo auch der Rest von seinem Kram ist. Ich sollte ihn verfolgen und schauen, wo er unterkriechen will. Das klingt wie Gedanken, Jax. Nein, er hatte keine Ausdauer. Ein Slow Joker. Man könnte ihn diese Stöcken in die Hand drücken. Verdammt, wie heißt das? Das heißt nicht Joggen. Heißt das nur Walken? Die Walking-Stöcke? Die epische Musik ist weg. Und nichts daran ist mehr episch. Ah, ich schätze, das wird einfach sein Versteck sein. Oh. Alte Münze. Lächerlichst. Ach komm schon. Ach komm schon, Walter. Dann machst du was vor. Ich will nicht anschießen. Vielleicht verpasse ich was. Die epische Musik. Oder Jax. Ich meine, oder Ray. Oder Rex. Haben wir dafür ein Schild. Achtung, LKW. Verdammt, rennt er weit. Da hinten gibt es doch nichts mehr außer Radioaktivität. Oh, das hätten sie auch besser lösen können. Oh,
Das Haus da oben. Das Haus da oben. Da waren wir auch schon. Wir waren echt schon überall hier. Weil wir auf Alphosensuche waren. Separatisten-Alphosensuche, die wir jetzt anhaben. Kann ich in der Zwischenzeit Milch trinken? Ziege. Ziegenmilch. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ja, der Lauf. Der weite Weg hierhin war ein bisschen lächerlich. Und jetzt? Das war's. Naja, das ist also dein Versteck. Wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder weg? Ich würde sagen, jetzt kommst du nicht mehr raus aus der Geschichte. Aber, ach, so eine Scheiße. Du bist also der Kerl, der Ray die ganzen Kopfgeldjäger auf den Hals gehetzt hat. Hör zu, ich kann dir Geld geben oder was immer du brauchst. Na ja klar, jetzt zieht der Penner den Schwanz ein. Aber tu mir nichts, okay? Warum hast du das eigentlich getan? Du arbeitest doch für diesen Mistkerl. Warum fragst du Ray nicht danach? Das werde ich tun. Oh. Gib mir die Steckbriefe, die du noch hast, und wir vergessen die Sache. Ja, natürlich. Hier hast du sie. Das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst, oder? Wir tun, was ich sage. Ende der Diskussion. Sind das alle? Ja, das sind alle. Wirklich. Wie kann ich mir da sicher sein? Ich habe einen dieser alten Schreibblöcke verwendet. Mehr als 10 Wörter haben sie nicht. Die restlichen 5 Steckbriefe sind leider schon im Umlauf. Und jetzt tu mir einen Gefallen und verschwinde wieder, okay? Ey, hör mal. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich will, dass das Schwein seine gerechte Strafe erhält. Du lässt die Finger von Walter. Na schön. Spielen wir es, wie du willst. Aber das nächste Mal werde ich nicht lange fackeln. Du bist manchmal viel zu weich, weißt du das? Dieser Kleriker hat offenbar diese Steckbriefe geschrieben. 5 beschriebene Zettel aus einem alten Zehnerblock. Demnach hat er vermutlich 5 weitere schon in Umlauf gebracht. Die haben wir doch schon abkassiert. Sieht ganz so aus, als hättest du dir mit dem Kleriker Walter einen gefährlichen Feind gemacht. Er hatte gleich einen ganzen Haufen deiner Steckbriefe und es gab einen Hinweis, dass er kaum mehr als 5 weitere an Wyatt gegeben hat. Und wenn er noch weitere Outlaws beauftragt hat? Unwahrscheinlich. Wyatt ist mit Sicherheit der Einzige, der im Vor von der Sache Wind gekriegt hat. Steht auf dem Steckbrief nicht etwas von Mitternacht und Eingangstor? Nein, es gab immer nur einen, der für den Job in Frage kam. Wyatt. Mann. Dieser Mistkerl von einem Kleriker wusste offenbar genau, wie er mich beschäftigt. Was hast du verbrochen, dass Big W gleich die ganze Meute auf dich angesetzt hat? Es ist schon eine ganze Weile her, da ist einer dieser Kampfkolosse in der Nähe des Forts verreckt. Ich witterte meine Gelegenheit und wollte das Ding ausschlachten. Leider hatten einige Kleriker etwas dagegen. Ich schlug sie zurück und erledigte sie. Bis auf einen. Er entwischte mir und flüchtete zurück nach Ignadon. Das war Walter, der sich mit seinen Steckbriefen gehörig revanchiert hat. Tja, fast wäre sein Plan aufgegangen. Deine Steckbriefe sind jetzt wieder alle aus der Welt. Ha, du hast meinen Hals gerettet. Ich bin dir etwas schuldig. Schon wieder. Ich hoffe, ich kann den Mist, den ich verzapft habe, am Ende wieder gut machen. Mit Hoffnung kommst du bei mir nicht weit. Mag sein, aber vielleicht mit einem Batzen Kohle. Wo hast du den denn jetzt her? Nein, warte, ich will das gar nicht wissen. Wie du willst. Kauf dir was Nützliches davon. Du wirst es brauchen. Und danke nochmal. Du bist so etwas wie der letzte Freund, der mir in dieser Scheiße hier noch geblieben ist. Ja, genau. Bin eine Handvoll später. Was sagst du, Walter? Okay, nichts sagt er. Oh, anscheinend war es die Ray-Mission. Jetzt sind wir echt schon ziemlich weit. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben.
Schwefel. Oh, ich kann so ein sanftes Klopapier. Nimm das, Walter! Die gerechte Strafe. Oh, wir sind so böse. Verdammt, sind wir böse. Oh, Walter wird hoffen, dass uns Nigel mehr trifft. Sonst klauen wir in seine nächste Rolle Klopapier. Ich will noch immer Höhlen umschauen. War. Ist hier noch eine Höhle? Hier drüben war ich. Hier könnte es noch Höhlen geben. Hier war ich. Kommen wir hier rüber. Und Werther, hier gibt es keine Höhle. Das könnte eine Höhle sein. Da waren wir noch nicht in der Gegend. Hey! Leider kein Captain Zack hier. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig mit Ray. Komm damit. Was für ein Dreck. Was für ein Dorf. Mir auf meine Ausdauer schauen, wenn ich schlage. Schlecht getimt. Da werde ich jetzt viel Fleisch essen müssen. Und ich das wieder ausgleiche. Oder Konservendosen. Ja, ist kräftige Pusche. Der frisst 6 Steaks. Dann noch ein paar Konservendosen drauf. Ich nehme den schnellen Weg. Wir suchen eine Höhle. Ja, was hast du gemacht? Nichts, oder? Ah! Nicht das die Burg von Elex 2 da oben? Schaut fast so aus, als ob da die Elex 2 Burg oben wäre. Aber das ist normal ein bisschen weiter entfernt, also kann es doch nicht sein. Dort vielleicht einfach nur ein bisschen Elex. Wie stinkt's hier? Ich weiß nicht. Kann auch nicht sein. Ich war's. Verdammt, Idiot. Nein. Was da drüben eine Höhle ist, auch keine Höhle. Was sagt die Karte über dieses Gebiet hier oben? Das schaut doch gefährlich aus. Anscheinend war ich da schon mal in der Nähe. Schaut ein bisschen riesig aus. Lieber darüber, da sehe ich auch was. So kein Plan, wo die gute Loot ist. Nur wo man kraulen kann. In der Besser könnte noch viel liegen. Gott. Höhle Norder Besser. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden. Ich dachte, die Höhle, wo ich drin war, ist die richtige. Vielleicht verfehlt. Ray, willst du mal mitfighten? Ray, ich werd's nicht. Ich hab das gerade. Verdammt. Oh boy. Kaufe ich mir. Mach.
Ray, auf da, sehr schön. Verdammt, war das ein fetter Fight. Oh, da muss doch was Gutes liegen jetzt. Schauen wir uns. Trockenfleisch rein. Und ich mag meinen Geisterwolf. Er gibt den Gegner etwas zum Attackieren, wenn dann. Auch wenn er viel zu viel Mana kostet. Natürlich lebt er noch was. Verdammt! Hey Ray, kannst du mir mal helfen? Hilft Waffen wechseln, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. Nicht mal die Karte-Taste drücken. Sehr elegant, sehr elegant! Verdammt Ray! Hör auf mich dazu! Da zu starren. Ah. Ich auch hoffen, dafür bist du bezahlt. Ich kümmere mich darum. Okay. Diesmal lief's besser. Verdammt, sind da viele Gegner. Ja, er hat einfach durchgewechselt zwischen Munition. So viele Gegner wie da sind, muss fast was Legendäres sein. Dietrich. Legendärer Dietrich. Nein. Tschüss. Da oben auf den Containern. Schaut auch nicht so aus. Ja, eine legendäre Loot für mich. Möp, möp. Hm. Ah, verdammt. Ein bisschen planlos hin und her. Schauen wir rauf. Vielleicht finde ich hier mal was Cooles. Nicht nur Gegner. Und Zigaretten. Und Elixid. Vielleicht ist hier die Burg, die Kleriker-Burg. Ich habe keine Ahnung, wo die war. Keine Ahnung, wo die Klerikerburg war. Ich glaube, ich bin nicht richtig. Irgendwo neben dem Fort muss sie gewesen sein. Naja, nicht dem Fort, dem Depot. Dort, wo das Depot in Alex 2 steht, dort daneben irgendwo. War auch so ein Berg.
Dance. Was für ein schlechter Fight schon. Von mir. Was für Fleisch. Ja, da noch irgendwo ein Gegner. Nein, mein Hund. Der Jump, den ich wollte. Verdammt. Und oben in der Mitte. So, haben wir den vierten Nachtschadenjäger. Wo es wieder schlecht ausgeht. Aber zurzeit haben wir noch unseren Wolf. Gemeinsam packen wir das. Schau aus, sieht gut aus. Sehr gut. Sehr gut, Team. Das ist hier noch ein leerer Berg mit einem Circle above. Da geh ich jetzt. Hier nichts wirklich Wichtiges. Ich sehe hier drüben noch was, was ein bisschen weiter entfernt ist. Ach, verdammt. Ich gehe rüber. Ich hoffe, nichts. Ich habe es gesehen, ich muss es mir anschauen. Aber besten auf den Weg verlegen. Das ist auf jeden Fall nichts. Wir noch das ganze Thorald-Waldgebiet dann auch noch vor uns. Das ist der Wolf ist weg. Noch immer zu wenig Mana, meiner Meinung. Gerade ausgegangen. Blauen. Einen guten Plan. Aber einen Plan. Schauen wir mal, ob das geht. Das geht. Sehr schön. Ah, verdammt. Kuppel da drüben. Dieses Gebäude kommt mir nicht bekannt vor. Da war ich noch nie. Oh. Sagen wir mal hallo. Noch eine fette kleine Basis aus. Ich habe zusammen mit Tom mal eine Farm geplündert. Nicht, dass ich vorhabe, die hier jetzt auszuräumen. Außer du möchtest das natürlich gerne. Mach ich schon. Kommt mir nicht bekannt vor, dieser Ort. Viel Kleinkram anscheinend. Okay. Nicht. Wetterfee. Ich dachte, ich habe einen Hasche gesehen. Nein? Ist ja nicht, dass da einfach nur eine zufällige Farm herum ist. Detlef arbeitet auf dem Feld. Tag und Nacht. Nacht und Tag. Wie ist das Leben als Bauer? Anstrengend. Erzähl mir etwas über dich. Ich bin Detlef. Ah ja. Du bist nicht sehr gesprächig. Sprechen macht Kopfschmerzen. Und wer spricht, arbeitet nicht. Brauchst du Hilfe? Alle sagen, ich bin unnütz. Detlef kann gut hauen,
aber Emmet hat es ihm verboten. Immer muss ich auf dem Feld arbeiten. Aber ich verwechsel gutes Kraut mit schlechtem Kraut. Hilfst du mir? Unkraut jeden? Dazu lasse ich mich nicht hinab. Schade. Kranke Veranstaltung. Ich hab schon mal Unkraut gejätet. Nein. Das brauche ich nicht. Jetzt habe ich es getan. Verdammt. Ist denn jemand wichtigen? Jemand mit Namen? Nicht. Ich habe gerade keine Zeit für dich. Okay, Kaya. Was sagst du? Ich suche legendäre Loot. Was habe ich gefunden? Detlef. Der will, dass ich Unkraut zapfe. Drüben ist anscheinend ein Fight. Jo, wer bist du? Wieder ein Fremder. Ich hoffe, du bist nicht hier, um dich an unseren Vorräten zu vergreifen. Deine Leute haben das letzte Mal schon so gut wie alles mitgenommen. Meine Leute? Von wem redest du? Na, Typen deines Schlages sind hier selten. Und deshalb gehe ich davon aus, dass du ausgehungert bist. Oder du willst hier alles mit deiner Magie niederbrennen. Man hört ja nicht nur Gutes über die Menschen aus Edan. Für mich ist nur wichtig, dass ich in absehbarer Zeit wieder meine Ruhe bekomme und das Feld bestellen kann. Stattdessen verstecken wir uns hinter Palisaden und fürchten um unser Hab und Gut. Banditen, Viecher, Kleriker, wann findet das endlich mal ein Ende? Erzähl mir mehr über diesen Ort. Mein Vater hat das Land hier urbar gemacht. Die Lage ist ideal. Das Wasser ist brauchbar, die Gegend abgeschieden und versorgen können wir uns selbst. Durch die andauernden Kämpfe zwischen den Fraktionen müssen wir allerdings immer wieder Menschen verschiedener Herkunft Obdach gewähren. Und anstelle von Dankbarkeit hat sich unser Wohlstand herumgesprochen und so kommen nicht nur die Friedfertigen. Hilf dir selbst und greif zur Waffe. Ich habe nie Gewalt in meinem Leben angewendet. Darum weigere ich mich, meine letzten Tage damit zu verbringen, mich zu versündigen. Deine Ratschläge in allen Ehren, aber ich bezweifle, dass sie auf uns Bauern zugeschnitten sind. Die Befestigungsanlagen scheinen nicht viel zu bringen. Anfangs sollte uns die Palisade lediglich die Biester vom Hals schaffen. Dann kamen die Banditen hinzu, also musste ich sie weiter verstärken lassen. Meine Männer sind keine fähigen Kämpfer, aber es hat gereicht, um die meisten Galgenvögel abzuschrecken. Nur als die Kleriker auf den Plan rückten, brachte uns all das nichts mehr. Gegen ihre Bewaffnung haben wir einfach keine Chance. Und jetzt kommt regelmäßig eine Abordnung dieser Kerle vorbei und beschlagnahmt fast alles, was wir dem Boden abgerungen haben. Dass ich meine eigenen Leute kaum noch versorgen kann, ist ihnen egal. Das Gejammer ist ja kaum zu ertragen. Was gibst du da von dir? Nichts. Ich rieche eine Quest. Wenn du willst, helfe ich dir, deinen Hof zu verteidigen. Bist du denn gut darin, unblutige Lösungen zu finden? Meine Felder sollen mit Wasser und nicht mit Blut getränkt werden. Lass mich die Verhandlungen führen. Ich bin mir nicht sicher, ob du der Richtige dafür bist. Du scheinst dich eher auf das Kämpfen als auf das Reden zu verstehen. Ich will es dennoch probieren. Hartnäckig bist du, zugegeben. Und vielleicht wirst du mir schon bald beistehen müssen. Bisher war es so, dass die Kleriker abgezogen sind, nachdem wir ihnen einen Großteil unserer Vorräte übereignet haben. Seit sie aber wie verrückt ihre Kampfmaschinen produzieren, sind ihre Vorratslager leer. Darum denke ich, werden sie sich bald auch noch den Rest unter den Nagel reißen wollen. Wenn du dich aber nicht einmischen möchtest, würde ich es verstehen.
Ich stelle mich der Abordnung der Kleriker. Du willst es also wirklich darauf ankommen lassen? Na gut. Und wo wir gerade über sie sprechen, du wirst kaum Zeit haben, dich auf sie vorzubereiten. Sie sind schon im Anmarsch. Geh zu ihnen und sprich in meinem Namen. Mach ihnen klar, dass sie unseren Frieden stören und wir sie mitsamt ihren Waffen hier nicht sehen wollen. Mach ich gleich. Irgendetwas stimmt mit deinem Knecht nicht. Redest du von Detlef? Das ist unser Sorgenkind. Der arme Tropf konnte einer Granate nicht schnell genug ausweichen und ist seitdem nicht mehr ganz beisammen. Ich habe ihn hier aufgenommen, weil er auf sich allein gestellt keine Zukunft hat. Darum gebe ich ihm zu essen und zu trinken und er tut, was er kann. Was zugegebenermaßen nicht gerade viel ist, aber darauf kommt es mir nicht an. Was sind das nur? Interessant. Ah, Erika, nächste Folge. Ich glaube, wir sind schon weit genug hier drinnen. Bis out.